Ja, ich bin Bennett Krause, 33 Jahre alt, habe letztes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum hier bei TuS Osdorff gefeiert, bin seit etlichen Jahren Kapitän und ja, mittlerweile spielen wir in der Oberliga. Ja, also den Fußball, den vermisse ich schon sehr. Wir haben am Oktober jetzt, glaube ich, unser letztes Spiel gehabt. Am Anfang war es wie irgendwie eine Sommerpause, sag ich mal. Aber mittlerweile fehlt einem das schon, auch gerade das Zusammensein mit den Jungs. Man kann das mittlerweile auch nicht mehr kompensieren mit irgendwelchen anderen Sportaktivitäten. Ich war eigentlich so verbunden mit dem Verein oder bin es schon immer durch meine ganze Familie, die hier auch gespielt hat und immer noch hier mitwirkt. Wir haben das mit ein paar Jungs dann gemacht. Wir sind das angegangen, haben dann gesagt, okay, alles klar, uns liegt was am Verein. Wir wollen den Verein ein bisschen hochbringen. Hatten natürlich damals noch nicht den Gedanken, dass wir jetzt irgendwie bis in die Oberliga durchmarschieren. Aber dass das dann geklappt hat, war natürlich umso ja, erfreulicher. Warum treten Gegner immer noch ungern beim TuS an? Ja, ich glaube, das ist schwierig, Freitagabend hier zu bestehen, weil unsere Zuschauer einfach uns irgendwie 90 Minuten anpeitschen und da ist auch nicht immer das positivste Wort, sag ich mal, draußen so. Also da werden die Gegner auch schon mal bepöbelt. Ja, das verkörpert irgendwie so diesen Amateurfußball einfach noch. Und ja, man kennt sich irgendwie, es sind kurze Wege, das ist nicht so abgehoben, das ist jetzt so mein Eindruck. Ich glaube, das gefällt den Zuschauern auch ganz gut, dass man da einfach ja, greifbar ist. Und das gehört mittlerweile echt bei einigen fest zum Freitagsabendsritual, sich hier ein Spiel am Bunker anzugucken. Ja, mein großes Idol war immer Michael Ballack. Damals. Der war ja auch nicht immer wirklich sympathisch und den Ruf habe ich auch teilweise weggehabt. Vielleicht hat es deshalb so gut gepasst und ich habe mir den ausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Nummer 4 jetzt zustande gekommen ist. Die 10 wollten sie mir nicht geben. Die hätte ich natürlich auch gerne getragen. Welche Schwächen ich habe. Also ich glaube, mir sagt man immer so ein bisschen nach, dass ich jetzt irgendwie nicht so der filigranste Fußballer bin und der beste Techniker. Ich bin eher so, ja, für, ich sag mal, das Verbale da, das weiß der Trainer, glaube ich, auch dann irgendwie zu schätzen. Und ich weiß aber nicht, ob der jetzt nochmal an meinen Schwächen arbeiten möchte mit 33. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Dann, da ist der Zug abgefahren, würde ich sagen. Also die nehme ich jetzt so, wie ich bin. Und ich glaube, das passt auch. Ich habe keine andere Wahl. Ja.